Hallo, hast du deine OpenStreetMap-Prioritäten schon gesetzt? Dieser Lightning Talk ist von Sascha Braber und mir, Stefan Keller. Warum priorisieren? Erstens, der Platz ist beschränkt. Platz auf dem Bildschirm, Platz auf der Karte oder auf anderen Ressourcen. Oder zweitens, die Zeit ist beschränkt. Warum priorisieren? Erstens, der Platz ist beschränkt, zum Beispiel hier auf der Karte. Die Burgendossierkarte zeigt große Piktogramme. Man sieht hier das Schloss Rapperswil zum Beispiel oder ein anderes links, aber nicht die kleineren, unbedeutenden Burgen. Also muss entschieden werden, was zuerst gezeigt werden soll, was wichtig ist. Ebenso bei der Zeit, am Beispiel vom Werkzeug Osmcha, sieht man, dass in diesem Fall 89.919 Change-Sets zu prüfen wären. Kein Mensch hat die Zeit, diese in nützlicher Frist zu prüfen. Daher sollte man wahrscheinlich zuerst oder nur die wichtigsten prüfen. Was gibt es für Möglichkeiten zum Priorisieren? Was gibt es für Datenquellen? Das eine, was man machen kann, ist das Nutzerverhalten zu analysieren. Also konkret, wie beliebt ist irgendeine Gegend in OpenStreetMap, wie oft wird das angeschaut von den Nutzerinnen und Nutzern. Dasselbe für Wikipedia, ebenfalls eine sehr naheliegende Datenquelle, wie oft wird welche Seite auf Wikipedia angeschaut. Man kann andererseits die Daten selber analysieren, also Beispiele, wie dicht wird welche Gegend in OpenStreetMap erfasst, ist das nur Wald, ist das eine dicht besiedelte Stadt, oder man kann sich den Linkgraph von Wikipedia anschauen und so eine PageRank-mäßige Analyse machen. Und dann gibt es noch weitere Datenquellen von natürlichen Eigenschaften, also wie dicht ist eine Gegend besiedelt, wie gut ist sie in der Nacht beleuchtet, wie stark ist sie beleuchtet. Da gibt es diverse Satellitenbilder. Wir haben uns im Folgenden auf das Nutzerverhalten beschränkt, weil wir dachten, dass das ein relativ vielversprechender Ansatz ist, der erstaunlich gut funktioniert. Zu OpenStreetMap. Hier nehmen wir die Kachelzugriffe von OpenStreetMap.org. Die sind auf dem OpenStreetMap Planet, werden die exportiert. Einmal pro Woche rechnen wir ein cloud-optimiertes Geotiff, das ist ungefähr 350 Megabyte groß, wo dann für jeden Rasterpunkt, das ist je nach geografischer Breite so zwischen 100 und 200 Metern, also sagen wir 150 mal 150 Metern, drin steht, wie viele Zugriffe gibt es da pro Woche. Wobei wir, um Tagesspitzen oder so kurze Spitzen rauszurechnen, jeweils den Median der letzten 52 Wochen nehmen. So schaut dann das aus, wenn man das grafisch darstellt. Man sieht, dass die Meere eher weniger angeschaut werden von OpenStreetMap-Benutzern, aber die bevölkerten Zentren eher mehr. Man kann das plotten. Auf der Webseite werden wir dann einen interaktiven Plot haben, wo sogar noch die Achsen der Grafik beschriftet sein werden. Das hier ist ein Log-Log-Plot, also wo einigermaßen eine Gerade herauskommt, wenn man das Ranking auf der Y-Achse und die Position im Ranking auf der X-Achse hat. Es ist einigermaßen eine Zipfsche Verteilung. Zur Wikipedia. Hier nehmen wir die Anzahl der Zugriffe auf Wikipedia, Wikivoyage, Wikinews, Wikispecies und so weiter. Diese ganzen Wikimedia-Projekte aggregieren das anhand von der Wikidata-ID über alle Sprachen hinweg, über alle Wikimedia-Projekte hinweg und nehmen jeweils das Total der letzten 52 Wochen. Das Ergebnis davon ist ein CSV-File, das so ausschaut, dass wir in der einen Spalte die QID, der Identifier von Wikidata haben und in der zweiten Spalte die Anzahl der Zugriffe. Jetzt hier ein kleines Beispiel mit fiktionalen Personen. Harry Potter wird sehr viel mehr angeschaut als Pippi Langstrumpf und die wiederum ist sehr viel bekannter als Äffle und Pferdle, die halt doch eher nur von regionaler Bedeutung sind. Leider natürlich. Auch das kann man plotten. Wir werden das ebenfalls auf der Webseite tun, mit Achsenbeschriftung. Was sind so die Eigenschaften dieser zwei Ansätze? Also die OpenStreetMap-Analyse hat eine weltweite Abdeckung.
ist aber natürlich nur für geografische Flecken, für diese Rasterpunkte und nicht objektgenau. Also ob das jetzt ein Ränkchen neben der berühmten Kirche ist, wenn sie am selben Ort sind, werden sie den selben Rang kriegen, was vielleicht nicht unbedingt das ist, was man will, oder vielleicht eben schon. Q-Rank ist objektgenau, es bezieht sich wirklich auf dieses genau eine Objekt, aber im Moment zumindest haben nur ungefähr 17% der OpenStreetMap-Objekte, die einen Namen in OpenStreetMap haben, auch einen Wikidata-Tag in der Schweiz. Weltweit haben wir das nicht angeschaut. Also wir haben jetzt zwei Rankings aufgrund des Nutzerverhaltens. Da stellt sich die Frage, wie kombiniert man die? Hier ist eine kleine Funktion, die man vielleicht versuchen kann, aber vielleicht müsst ihr auch je nach Projekt eure eigene Kombination verwenden. Was wollen wir als nächstes machen? Also, wie gesagt, wollen wir die Webseite von Q-Rank so ausbauen, dass man diese OSM-Views auch als Grafik sieht, interaktive Plots. Und wir hätten ganz gerne noch einen Python-Client, wo man geografische Länge, Breite reinsteckt und das Ranking zurückkriegt, oder die Wikidata-ID und das Ranking zurückkriegt, dass das einfach zu benutzen ist. Aber die Daten sind bereits jetzt auf der Webseite. Bezüglich Anwendungen haben wir das für die Burgendossierkarte für Schweiz und Umgebung verwendet und verwenden das eben für die kartografische Darstellung. Man kann das vor allem für Qualitätssicherungstools sicher sehr gut brauchen. Also zum Beispiel lässt Schutz und Rettung Zürich von der Fachhochschule hier ein Qualitätssicherungstool entwickeln, wo sie halt Änderungen angucken, wie relevant die sind für die Datenqualität, und der Plan ist, die OSM-Views hier zu verwenden. Und ihr seid sehr gerne eingeladen, eure eigenen Tools entsprechend anzupassen und diese Rankings zu verwenden. Kontaktiert uns, wir sind sehr interessiert, was ihr machen werdet. Und hier sind noch ein paar Links für eure weitere Arbeit.